wir haben jetzt Tag 268 im Krieg. Keiner von uns hätte gedacht, dass der Krieg jemals wieder so nahe kommt nach all der Geschichte und dass er auch noch so lange andauert. Wo sehen Sie die aktuelle Lage? Ja, das Verheerende ist natürlich, dass quasi nach 80 Jahren fast des Friedens wir wirklich diesen Konflikt in einer Art und Weise haben, wie wir es nicht für möglich gehalten haben. Und es scheint so, als dass er nicht so schnell endet. Und das ist das Problem. Wir haben eigentlich ein Fegefeuer zurzeit, das wir hier sehen. Wir haben einerseits den Umstand, dass auf operativ-taktischer Ebene die Ukraine sehr wohl Erfolge hat. Ich erinnere nur zum Beispiel an den Abwehrerfolg bei Kiew, aber auch die Offensiven bei Kharkiv, Liman, Kherson. Aber auf der anderen Seite, auf der strategischen Ebene, Russland weiter einen quasi Terrorkrieg gegen die Ukraine führt. Warum sage ich hier Terror? Ganz bewusst, weil wir nämlich sehen, dass natürlich diese massiven Angriffe der russischen ballistischen Raketen, Marschflugkörper und Drohnen einen extremen Abnutzungseffekt haben auf die kritische Infrastruktur der Ukraine. Und das bedeutet natürlich, dass wir noch mehr Leid sehen werden, weil natürlich die Bevölkerung, die das Ziel dieser Angriffe ist, nicht weiß, wie sie durch den Winter kommen sollen. Und das ist das Verheerende im jetzigen Zustand des Konflikts. Bleiben wir vielleicht noch ganz gerade, weil Sie vom österreichischen Bundesheer sind, beim Thema Frontverlauf. Wir natürlich als Laien kennen uns da wenig aus. Wir wissen kaum, wer hat die besseren Chancen, schlechtere Chancen. Wie sehen Sie die Aufstellung der Soldaten? Viele ja ganz spontan in den Krieg geschickt worden. Manche werden immer mehr ausgebildet. Wie kann man sich das eigentlich so vorstellen? Da beginnen wir kurz mit dem Raum. Man muss sich vorstellen, die Frontlinie, in der gekämpft wird, ist ca. 1100 Kilometer lang. Das wäre so, wie wenn Sie sich in Berlin ins Auto setzen und nach London fahren. Also eine sehr lange quasi Frontlinie, die es hier von beiden Seiten entsprechend zu bewirtschaften gibt. Und das ist auch das Problem. Beide Seiten haben also nicht ausreichend Soldaten, um das auch gleichmäßig zu tun, beziehungsweise müssen immer Schwergewichte bilden, um eine Offensive durchführen zu können, wie das die Ukraine gemacht hat. Das nächste quasi ist hiermit die Kraft. Wir haben das Manko, dass die Russen am Beginn mit zu wenig Soldaten einmarschiert sind, 200.000 Mann in Anbetracht der Größe des Landes zu gering. Und sie versuchen jetzt durch das Heranholen der Reservisten, die sie auch gerade mit Masse ausbilden, dieses Manko bis nach dem Winter zu ihrem Gunsten zu verändern. Während die Ukraine die Herausforderung hat, dass sie sich in der nächsten Mobilisierungswelle befindet, in der sechsten, wo schon jeder eingezogen wird bis zum Alter von 60. Das nächste ist der Faktor Zeit. Jetzt haben wir die Herausforderung, dass der Winter die Gefechte langsam herunterverzögert. Wir sind gerade in der Rasputiza, in der ersten Schlammperiode. Und beide Seiten haben jetzt noch versucht, vor dem Winter sich gut aufzustellen. Die Ukraine hat spektakuläre Erfolge zum Teil erreicht, die es natürlich ihr möglich macht, auch das Momentum aufrechtzuerhalten, während Russland versucht, sich an einer Linie zu konsolidieren und einzugraben. Und diese Linie geht quasi entlang des Dnepers über Saporoschia bis in den Donbass, wo immer noch sehr heftig gekämpft wird. Was wir jetzt natürlich brauchen, ist die Information, damit bin ich beim vierten Faktor, um sicherzustellen zu können, dass wir wirklich auch ein Verständnis der Lage haben. Und da ist es schon bemerkenswert, dass in den letzten Tagen aufgrund der Ereignisse in Kherson wir gerade aus Amerika doch sehr interessante Wortmeldungen haben. So hat zum Beispiel der US-amerikanische Generalstabschef gesagt, nach dem Erfolg bei Kherson wäre eigentlich der geeignete Moment, um Verhandlungen zu beginnen. Das heißt, man sieht es auch hier, dass ein gewisser Druck bereits ausgeübt wird, auf die Seiten zu verhandeln. Russland hat auch hier kurz die Angriffe eingestellt, um sie dann mit einer umso stärkeren Vehemenz in den letzten 48 Stunden noch einmal zu erhöhen, um Druck auf die Bevölkerung zu machen, damit die ukrainische Bevölkerung Druck auf die politische Führung macht. Also in diesem Fegefeuer befinden wir uns. Wie sehen Sie hier die aktuellen Aussichten? Es ist ja absolut dramatisch. Es ist eine Bombe gefallen in Polen. Das heißt, das Ganze ist für uns noch einmal realitätsnaher geworden. Ja? Wie bedrohlich ist das Ganze jetzt auch für Österreich? Ja, wir sind also immer noch in den Szenarien, die von Beginn an quasi uns mitverfolgen. Das erste Szenario war dieser kurze, schnelle Krieg, den haben beide Seiten nicht erreicht. Einerseits der Angriffskrieg der Russen hat nicht funktioniert, auch der Abwehrerfolg der Ukraine hat nicht den sofort durchschlagenden Ergebnis gehabt. Wir sind in diesem Abnutzungskrieg, den wollte man lange Zeit nicht wahrhaben, aber er findet statt. Aus diesem zweiten Szenario kann man nur in eine Verhandlungslösung, in ein drittes Szenario kommen, wenn entweder eine der beiden Seiten kapituliert oder beide Seiten so abgekämpft sind, dass sie verhandeln müssen, so wie das auch historisch meist der Fall war. Es kann natürlich auch sein, dass es zu einer Überregionalisierung kommt. Darum ist auch zum Beispiel dieser Fehltreffer an der polnisch-ukrainischen Grenze so verheerend, weil er zeigt, wie schnell etwas quasi außer Rand und Band geraten kann. Und ich erinnere daran, dass wir im März auch einen Fall hatten, wo eine ukrainische Drohne, die durch zwei NATO-Staaten geflogen ist, nämlich Rumänien und Ungarn, dann in Zagreb gelandet ist. Oder denken Sie zum Beispiel an die Zerstörung Nord Stream 1, 2 oder auch die Vorfälle, die wir hatten jetzt zum Beispiel in Deutschland mit der Sabotage der Deutschen Bahn und so weiter und so fort. Und das zeigt natürlich, dass die Konfliktparteien möglicherweise auch Interesse daran haben, diesen Konflikt überzuregionalisieren. Und das wäre natürlich fatal, weil das natürlich schwerwiegende Folgen hat. Ja, und das letzte Szenario wäre auch der Zusammenbruch einer der beiden Seiten im Sinne quasi, dass die Bevölkerung diesen Krieg nicht mehr mitträgt
Und hier sehen wir leider, dass weder die russische Bevölkerung sich in Opposition zum Präsidenten befindet, Putin, noch quasi die ukrainische Bevölkerung, quasi hier sagt, okay, wir müssen verhandeln, sondern beide Seiten sind überzeugt davon, das Richtige zu tun, das Gute zu tun. Und das macht diesen Krieg natürlich so verbissen und so verhärtet. Und momentan erkennt man also nicht, wie es weitergehen soll, sondern man weiß, dass der Konflikt noch über den Winter bis Frühjahr, Sommer mindestens nächsten Jahres andauern wird, möglicherweise sogar noch länger. Ja, jetzt haben Sie auch gesagt, ganz am Anfang der Sendung schon, es werden jetzt immer mehr auch Zivilisten natürlich mehr oder weniger ausgebildet, ja, auch schon reingeschickt in die Front. Wie kann man sich so etwas vorstellen? Jetzt kommt man dahin als Mann, ob man möchte oder nicht. Was sind die ersten Dinge, die man da gelehrt bekommt? Wie man schießt, wie man schaut, dass man überhaupt überlebt? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, auch hier ist zu berücksichtigen, dass natürlich auch das Völkerrecht immer quasi das Maß aller Dinge ist. Das heißt, man muss also sicherstellen, dass die Kombattanten auch als Kombattanten gekennzeichnet sind. Das heißt, dass sich wir wirklich Soldaten gegenüberstehen. Beide Seiten versuchen natürlich in einer Art Schnellausbildungsverfahren, diese Zivilisten zu Soldaten zu machen. Manchmal haben Zivilisten Vorausbildung, diese Reservisten zum Beispiel, weil sie schon einmal eingerückt sind und vielleicht auch Übungen gemacht haben. Aber das Wesentliche ist natürlich, dass man hier versucht, ihnen das Überleben auf dem Gefechtsfeld zu ermöglichen. Das heißt zum Beispiel das Bedienen einer Waffe, das Verständnis dafür, dass Artilleriefeuer dazu führt, dass man sich schützen muss, um nicht quasi ein Opfer der Splitter zu werden. Oder auch der Umstand quasi, dass man weiß, wie man den Gegner anspricht, um nicht Zivilisten zu verletzen. Und das sind die Dinge, die man ihnen beibracht, plus natürlich Besonderheiten wie Sanitätsausbildung und so weiter und so fort. Und diese Ausbildungszeiten verkürzen sich immer mehr. Denken Sie an die Ausbildungsmission der Europäischen Union oder auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Großbritannien. Hier macht man oder versucht man aus quasi mehr oder weniger Zivilisten innerhalb von 4 Wochen Soldaten zu machen, die dann in den Fronteinsatz gehen. Apropos, weil Sie die EU angesprochen haben. Es ist natürlich zuerst ein Krieg gewesen zwischen der Ukraine und Russland, aber es betrifft natürlich, es ist natürlich weltweit ein Riesenthema, aber gerade EU-mäßig. Wie gefährlich sehen Sie es vielleicht auch, dass man dann oft vielleicht gewisse Drohungen hört, der Politiker, hier vielleicht auch an Russland, ja, dann wieder von der anderen Offensive. Wie gefährlich ist das? Wissen Sie, was ich meine? Wie schnell kann das eskalieren, sodass wir sagen, okay, jetzt muss man wirklich auch schauen, dass man sich nur noch verteidigt, weil jetzt ist das Ganze zu weit gegangen? Und da muss man verstehen, das Wesen des modernen Krieges. Der moderne Krieg spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab. Wir sehen einerseits die Dinge, die auf dem Gefechtsfeld passieren, auf quasi der Ebene der Landstreitkräfte, der Luftstreitkräfte, aber auch der Seestreitkräfte. Wir vergessen aber oft zum Beispiel auch die Ebene des Weltraums, Stichwort Starlink, das hier eine große Rolle spielt. Aber entscheidend ist auch der Cyberraum und der Informationsraum. Und dieser Informationsraum, da geht es also im Wesentlichen um die Beeinflussung. Und beide Seiten versuchen natürlich nicht nur ihre Bevölkerungen, sondern quasi auch die Unterstützer zu beeinflussen. Und hier versucht zum Beispiel Russland, auch uns in Angst und Schrecken zu versetzen, indem es uns vermittelt, dass wenn eine Unterstützung der Ukraine weiter fortgeführt wird, schadet es Europa. Es schürt hier Urängste. Das ist zum Beispiel der Umstand des nicht vorhandenen weiteren Getreidelieferungen. Das führt zu Hunger, das führt zu Migration, ein sehr sensibles Thema bei uns in Europa. Der Umstand quasi der Drohung mit der taktischen Atomwaffen, einer schmutzigen Bombe oder die Situation in Saporosche, also die nukleare Katastrophe. Und natürlich alles überlagert durch der Drohung, dass quasi durch den Wegfall der russischen Ressourcen für Europa, das waren immerhin 42%, die Wirtschaft quasi in die Knie geht. Und das ist auch der Punkt, wo die Russen versuchen anzugreifen, denn ohne Unterstützung des Westens kann die Ukraine diesen Krieg nicht weiterführen. Sie hat also jetzt schon massiv Unterstützungsbedarf, denken Sie auch an die kritische Infrastruktur. Auf der anderen Seite versucht natürlich Europa auch ganz klar den Russen zu vermitteln, seht her, ihr könnt uns mit euren Bedrohungen, könnt ihr uns keine Angst machen. Und man versucht also hier entgegenzuhalten, zu sagen, okay, wir lassen uns hier nicht einschüchtern. Und das ist das, was wir erleben. Ja, wenn also quasi hier wie wieder eine Atommündung Übung haben, die angekündigt wird, die uns in Angst und Schrecken versehen, so müssen wir das einhegen in diese Form des modernen Krieges, wo es also gerade auch versucht wird, den Informationsraum zu beeinflussen.